Ja, Monaten muss ich sagen. Ich finde, in unserer Gesellschaft gibt es leider nicht nur eine Spaltung, sondern mittlerweile zwei große Spaltungen, weil es insgesamt drei Gruppen gibt. Das ist die erste Gruppe, das ist die Gruppe der freiwillig Geimpften, sind auch meistens Anhänger der jährlichen Grippeimpfung und anderer Impfungen, aber um die soll es jetzt hier eigentlich nicht gehen. Dann ist da die zweite Gruppe derer, die sich bis zum heutigen Tag aus ganz individuellen und zu respektierenden Gründen nicht haben impfen lassen. Mir geht es aber heute Abend eher um die dritte Gruppe. Das sind die Menschen, die sich diesem perfiden Impfdruck gebeugt haben. Auch das aus ganz individuellen und persönlichen Gründen. Das möchte ich gerne heute ansprechen. Und ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen emotional dabei, weil mich das sehr berührt. Sich zu beugen, etwas mit sich machen zu lassen, gegen das man sich innerlich mit aller Kraft wehrt, weil man weiß und weil man spürt, es ist nicht richtig. Es fühlt sich für mich auch nicht stimmig an. Das ist für mich eine Vergewaltigung der Seele. Und das ist das Schlimmste, was man eigentlich mit einem Mensch machen kann. Und die sogenannten Druckgeimpften, so nenne ich sie jetzt mal, die ich kenne, die leiden nach wie vor unter seelischen Qualen, unter Scham, unter Angst, unter Verdrängung. Und die Gründe, warum sie diesem Druck nachgegeben haben, die sind uns alle hinreichend bekannt. Und je mehr diese Menschen über den Inhalt, die Folgen, die Nebenwirkungen über diesen Stoffen bekannt wird, desto mehr gehen die Menschen in die Verdrängung, die Angst, die Scham und auch die Wut, weil sie jetzt erkennen, dass sie betrogen worden sind. Aus eigener Erfahrung in meinem Umkreis möchte ich folgenden Appell an euch alle richten: Dass den oben genannten Menschen Raum gegeben wird, um über diese Gefühle auch zu sprechen. Bitte nicht werten, geschweige denn abwerten oder urteilen. Denn keiner von uns geht in den Schuhen des anderen. Wir haben alle unser eigenes Leben, unsere eigenen Entscheidungen. Um wenigstens diese eine Spaltung zu schließen, ist noch meine Bitte an die Druckgeimpften: Schließt euch uns an, bleibt nicht alleine mit diesen Gefühlen. Wenn dann die Einsicht über die Scham, der Wut, der Verdrängung steht, dann werden wir stärker, wir werden größer und können uns auch gemeinsam diesem Impfwahn entgegenstellen.